Das vernehmen wir mal gleich. Jesus, er wusste, dass seine Stunde jetzt schlagen würde, ging mit den Jüngern in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Genau gesagt, um dort zu seinem Vater zu beten. Da kam sein Freund, der hat sich ein bisschen Kohle unter den Nagel gerissen, nur um dafür Jesus dann zu verraten. Jesus wurde gefangen genommen, getreten, geschlagen und für unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Und an der Stelle können wir Gott am besten kennenlernen. Er hätte nicht sein Herz für dich gegeben, er hat sein Herz für dich gegeben, damit du Leben hast. Leben in Ewigkeit. Und dabei ist er nicht stehen geblieben. Am dritten Tage ist er wieder, und deswegen feiern wir ja nach Ostern so zusammen, ist er wieder auferstanden von den Toten. Und seitdem können wir sicher sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, so wie hier, da ist er mitten unter ihnen. Er begleitet uns auf allen unseren Wegen und er macht alles Mögliche mit. Und dann ganz zum Schluss, dann gab es da noch was, den sogenannten Missionsbefehl. Komischer Name. Missionsbefehl heißt, alle fünf Kontinente, also die ganze Welt, sollte genau von dieser Zeit erfahren. Und genau deswegen stehe ich heute hier, und bevor mir die Bälle jetzt runterfallen, höre ich mal auf.